Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oh, hallo meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Part von Shin Megami Tensei 5. Ja, beim letzten Mal haben wir die letzten Bosse bekämpft. Waren ein paar interessante darunter. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ja. Wir haben sehr viele Strapazen durchmachen müssen. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's darunter. Wir besteigen den Thron und hoffentlich wird alles gut. Ich gehe davon aus, dass entweder Danzai oder der andere uns nochmal bekämpfen wollen. Also, dass die jetzt nochmal Stress suchen. This is the Temple of Eternity. Once we reach the top and offer the three keys, the Pillar Imperial, as it is called, spans the gap between heaven and earth. Connect, do be careful, however. I detect many a demon within these grounds. Ach, ist das auch nochmal ein neues Gebiet? Jetzt bitte nicht. Das ist jetzt nicht ernsthaft. Nochmal ein neues Und ich sehe, das ist wie dieser Dämonentempel aufgebaut. Och, du willst mich doch verkackern. Nicht wieder so ein Labyrinth. Leute, ich habe bis zu diesem Punkt wahrscheinlich schon alles rausgeschnitten, was in diesem Tempel passiert ist. Aus dem schlichten und einfachen Grund, es ist genau wie beim Schloss des Dämonenkönigs. Es passiert nichts. Es ist stinklangweilig. Ich bin im Prinzip nur am Durchrennen. Und wir kriegen jetzt endlich mal einen richtigen Kampf vor die Nase. Der wahrscheinlich nicht mal schwer wird. Ich sag's mal so, Leute. Obwohl ich jetzt hier eine halbe Stunde schon sitze, habt ihr wahrscheinlich nur 3 Minuten bisher gesehen. Aus dem schlichten und einfachen Grund, dass ich den kompletten Tempel bis zu diesem Punkt rausgeschnitten habe. Es ist nichts in diesem Tempel passiert. Es ist wirklich Punkt für Punkt, genauso wie beim Tempel des Dämonenkönigs. Es passiert nichts, ich bin nur am Durchlaufen. Und ich habe mich durchgehend nur beschwert, das hätte man wirklich rauslassen können. Ihr hättet mich ja eigentlich auch vom Prinzip her direkt vor den Boss setzen können. Ganz ehrlich. Young man. Wer möchte sich prügeln? Ich kämpfe gegen Dandalfon? Metatron. Alles vom Prinzip her der, den ich dabei habe, ne? Nur ein bisschen anders. Die Kämpfe, die haben ja auch überhaupt nichts in dem Tempel gebracht. Die gaben nicht wirklich XP, nix. Der hat keine Schwächen, willst du mich verkackeiern? Was ist denn das für ein übelster Gegner? Ein Gegner ohne Schwäche. Das ist jetzt auch nicht nett. Kann ich ja nur auf Crits bauen. Okay, ich gehe auf Omagatoki kritisch. Damit jetzt alle schön die Krits haushauen. Mach den wilden Wirbelhieb und hau ihn ins Gesicht. Mark Anduin! Jetzt kriegst du auf die Nase. Seine Essenz ist bestimmt auch mega gut. So, einmal den wilden Wirbelhieb reinhämmern.
Er kann ja nur Megidola machen. In der nächsten Runde ist er tot. Außer der kann sich heilen. Nein, Metatron heilt sich nicht. So, zack. Wie war das mit mächtiger Gegner? Also klar, ich bin 15 Level über ihm gewesen. Trotzdem. Und jetzt, das Einzige, was ich daraus bekommen habe, ist, dass ich ihn fusionieren kann. Danke, und jetzt darf ich wieder wahrscheinlich 10 Jahre hier durch in den Scheiß-Tempel laufen. Wir sehen uns beim nächsten Boss, Leute. Ich hau jetzt noch Gloria raus und verbessere die eine oder andere Technik von mir. Wir sehen uns gleich. Okay, jetzt haben wir höchstwahrscheinlich einen Boss vor uns. Ich will auch nochmal erwähnen, der ganze Tempel bestand nur daraus, lauf durch, jede Ecke sieht gleich aus, sonst nix. Es war nur nervig und es war wie ein Abbild des Dämonenkönigschlosses, nur in hell. Und ohne die Pustedinger. This is the temple's top floor. The path should open once we offer the three keys. Was mir gerade auffällt, es ist der Baum aus dem Game Over Screen. At last, we are free to walk the path to the Empyrean. There lies the end and the beginning. The source of the eternal light that reforges our world. The Nahobino who reaches it can mold the world as they so choose. Be that divine architect. Pass through the Empyrean and take your place on the throne. Do not forget. Some aim to usurp your newfound reign. Show them no hesitation. Tokyo abided by your god's whims, yet it was destroyed. Is that Bethel's justice? Consider its destruction inevitable, for God's anger burns many and spares none. Silence, Angel! I'd fight to restore Tokyo no matter what some sick god desires. I'll do everything I can to bring it back. Hear him well, messenger. The world belongs to a host of the divine, not some misguided dictator. This one rejects the order of the Creator, ushering forth the era of the myriad gods.
Hör mir übrigens hier das nur an, ich versuch nichts dazu zu sagen. Ich schalte mich währenddessen stumm. God's word remains unchanging. As Archangel, I am sworn to defend it. And if I must taint myself as an Ahobino to do so, then we shall carry out his will as one! This one, a staunch believer in the Creator's order, even defying his will to enforce it. One side desires the throne for a land reborn anew, while the other pines for the world of old. Such a position of power cannot remain vacant for eternity. A leader must rise and take it. You must take it. Wahrscheinlich muss ich jetzt gegen beide kämpfen. Beide Parteien. Young man, are you well? You suddenly stopped moving. Nothing I said would reach you. But if it was nothing, I'm relieved. Let us keep moving. Hey, thought you'd be here. Nice work clearing the way to the Empyrean. Now, onward, my brother, for the throne and all the world is now the Amatsukami's. Hold it! There's no need for all that. We'll just entrust everything to God. You're the smart guy here, right? It's been bugging me since the summit. Zeus and Odin were big-time gods, but both of them wanted it all. They were never gonna play nice. So what do you think is gonna happen in your world of gods? Endless war. What are you? You know these gods will eat each other alive! They will never see eye to eye. But here's the thing. If we just let the Creator do his work, everyone will get their fair share. Don't you get it? How could someone who is all-powerful, all-seeing, all-knowing, ever steer us wrong? He speaks the truth. And protecting this divine order has ever been my sacred duty as Archangel. Yet I see that in my fettered angel form, I cannot hope to prevail against you. That much I concede. But for the Almighty, and the world he gave us, I shall embrace darkness as a fallen angel!
Ich will mal kurz sagen, Igitt. Einfach nur Igitt. Don't tell me you. I will uphold God's will at all costs. Even if it condemns me and severs me from his grace. Just like that serpent in the garden. Ah, Abdiel. No matter how much you change on the outside, your faith as an archangel is unshakable. You fools would bite into the forbidden fruit with God's name upon your lips. Even so, the new world is mine to create. And when my world of infinite gods is born, we will protect Japan far better than you ever could. Not so fast. Sounds like you forgot about us. Indeed. The Imperian throne is rightfully ours. Though, of course, we have something a little different in mind for it. With my own two hands, I will destroy that throne. And humanity will shape their own world. We must make haste as well, Ichiro Dazai. Jetzt gilt es, das Richtige zu tun. One defies God in his own name, betraying his word for his will. One seeks to open up heaven and rebuild the world as he rebuilt his divine king. Truly, this was an unexpected development. My original aim was much different. You have fought through the opposing forces of chaos and order. Here, at the end of all things, where do your loyalties lie? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich schaffe die Welt und Tokio neu, weil das hier klingt für mich absolut nach Schwachsinn und das hier auch. Das hier klingt für mich als Einziges, was am meisten Sinn macht. Also das macht bestimmt different Endings. Wir können ja mal die ganzen verschiedenen Endings angucken, aber das hier nehmen wir als das Originale. Das wird wahrscheinlich auch der längste Shin Megami-Part. Ich sage euch jetzt schon, Leute, das wird wahrscheinlich der längste Part zu diesem Spiel, den ihr kriegen werdet. So, this is... It has been a long journey. You have done well in coming this far. We stand before the Pillar Imperial. A path of light that leads Nahobino to the highest heaven. To see your goals achieved, I will stand by your side until the very end. For
creation is the will of the universe itself. And overseeing it is the reason I came into being. Okay, let's go. Muss ich jetzt wieder durch ein Labyrinth? Nicht deren Ernst, ne? Sag nicht, dass ich jetzt wieder durch ein Labyrinth muss. Hier sind sogar Nebenquesten. We're about to commence the final advance upon the throne, my friend. Finally. Tokyo will be safe under the new order of the Myriad Gods. But there's one last obstacle in the way of our reality. Right. The former Archangel Abdiel, and as long as he's in her thrall, Dazai too. Can we rely on your strength to stop them? I'll assign Hayataro to support you as well. I am here to serve. We'll prioritize tracking down the throne itself. Once you've brought down Abdiel, you're free to join us. Wieder ein neues Mitglied im Team. Wen brauche ich denn nicht mehr? Norn. Norn brauche ich definitiv nicht mehr. Tschüss. A moment. I am at your side. Hoffentlich bringst du auch was im Team. Keine Worte. Dein Ernst? Du bist einfach Level 40. Du bist das unnützte Etwas, was ich jetzt gerade hätte kriegen können, offenbar. Ey, es tut mir leid, ich kann den eigentlich einfach nur rausschmeißen. Der ist ja endschwach. Jetzt sag nicht mit der Nebenquest, ich muss wieder irgendwo hinreisen. Wenn ich das einfach direkt hier vor Ort machen kann. Wenn nicht, werde ich am Ende Hassreden schwingen. Demeter will nochmal was von uns. Ja. Das wusste ich. Natürlich wolltest du mich töten. So, jetzt wird nochmal ein Kampf. Ich versuche es zumindest. Harvest. Klar, warum nicht? Vom Prinzip her ja, aber ich muss Platz machen. Ich schmeiß den einen jetzt nicht aus dem Team, weil der ja so ein Special-Charakter ist. Ich kann Ananta rauswerfen. So, Demeter, dann machen wir mal Zeus platt. Wir haben ihn ja schon einmal platt gemacht.
Okay. Jetzt kommt's, jetzt ist er auch Level 90 irgendwas. Mal gucken, welches Level hast du denn jetzt? Level 86, dich kriege ich trotzdem tot. Aber es wird wenigstens ein fairer Kampf. Wind, ich habe natürlich auch Leute, die mit Wind kämpfen. Hab ich nicht. Aber ich habe einen, der mit Allmacht kämpft. Das muss reichen. Okay, er macht nicht so viel Schaden. Ich kann ja mal gucken, habe ich noch irgendeinen starken Windkämpfer, der vom Level her in dem Bereich wäre, dass er überhaupt mitkämpfen kann. Nee. Demeter könnte mitkämpfen. Die ist jetzt aber auch nicht so krass. Aber sie ist stärker als das andere, was ich gerade bekommen habe. Sayonara. Eine Zeus-Essenz und ein Glorienkristall. Vielen Dank. Indeed. Das unnütze Ding. Bist ja nicht besonders stark. Till next time. Okay. Perfect. Eine Demeter-Essenz. Und nochmal ein Level Up. Ach komm. Jetzt kann ich auch Zeus fusionieren. Okay, Leute. Hier machen wir aber für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Like und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.